Andrea will ein neues Kapitel aufschlagen. Einen Käufer für ihren Friseursalon hat die Auswanderin aber noch nicht. Damit der sich schnell findet, soll der Laden heute herausgeputzt werden. Um sich teure Handwerker zu sparen, legen Andrea, Dennis und Maria selbst Hand an. Ich krieg ja noch nicht mal ein so ein Ding hier raus. Helfe ich dir? Noch nicht mal das kaputte Teil kriege ich hier raus. Oh, und wenn das der Thorsten sehen würde, der würde mir jetzt schon eine... Der wird schon direkt sagen, wie hohl bist du auch? Ist ja auch Mut. Oh. Feder kann ja so nicht rausgehen. Nein, der Spiegel ist gebrochen. Nein! Doch, der ist gesprungen. Ach, denn? Nein, das war Maria. Das war ich. Maria! Nein! Wir sind seit 2 Minuten dran. Wenn wir fertig sind, ist der Laden zerstört. Wenn der Thorsten das schon wieder sieht. Der ist aber Gott sei Dank nicht da. Jetzt ist es ganz jetzt toll, ist dass nicht er nicht da. Da ist. Aber der kommt, ne? Dann sind wir nicht da. Immerhin scheint Mitarbeiterin Maria den Dreh beim Boden so langsam rauszuhaben. Maria, leg deine Finger da drunter. Wenn ihr euch verletzt und nicht mehr arbeiten, kommt das Ding. Hab ich schon, kann ich schon. So geht das. So geht das. Wie hast du das gemacht? Ja. Mit Hart halt. Weil das Problem ist, wenn wir natürlich an der Leiste jetzt da ziehen, dann reißt er nach. Guck mal, das ist hier los. Pass auf, da ist es schon ja, los. Siehst du, hast du gesehen? Guck mal. Ja, zieh, komm, ich halte oben fest. Bist du bescheuert? Zieh! Ah! Wieso schreist du? Bist du verletzt? Nein! Mann, Maria! Nein! Angst! Ja. Oh, Hilfe! So, jetzt warte, wir müssen, glaube ich, den Spiegel erstmal da rausnehmen. Hau rein jetzt! Das bringt ja was. Was eigentlich eine Verschönerung werden sollte, endet gerade in einer Zerstörung. Nicht nur beim Spiegel. Ach, guck mal hier. Aber Andrea, den Tapis? Was? Wir können das nicht abreißen, die Tapete geht ab. Boah, nee. Mit Wunder. Du hast doch ein Cuttermesser. Das geht ja komplett ab. Deswegen, die war aber schon loser. Ja, die war schon. Wo ist denn Ding zum Schneiden? Jetzt müssen wir auch noch tapezieren. Und dann gibt's auch noch die erste Verletzung. Du musst mir helfen, komm mal. Was ist denn passiert, Dennis? Ach, ich habe mich mit dem Messer geschnitten gerade hier. Maria hat dich geschnitten. Genau, Angriff. Aber nicht extra. Lüge nicht. Gott, das ist ja... Ich kann ihn nicht hochhalten, das sieht doof aus, guck. Sollen wir vielleicht ins Krankenhaus fahren und nähen lassen? Genau. Zeit für Andrea, die Reißleine zu ziehen. Ich glaube, es wird viel kaputt gehen, wenn wir das weiter so machen, wie wir es jetzt machen. Außerdem, du streichst, ne? Aber es nützt nichts. Ich glaube, ich muss meinen Mann auch anrufen. Hm. Weil es bleibt halt irgendwie auch nicht bei dem Boden. Und die ganzen Sachen, die montiert sind, das kriegen wir niemals hin. Notfallanruf bei Ehemann und Handwerker Thorsten in Deutschland. Hallo, mein Schatz. Oh Gott. Also, was ist denn? Ist doch irgendwas im Busch, wenn du dich so abgibst am Telefon. Na, ist alles toll. Das läuft alles gut, außer... Guck. Hier. Guck mal. Was ist das denn? Boden weg. Ja, der Boden ist weg. Spiegel auf. Wo hast du den Boden weggemacht? Ja, hier. Super. Du musst doch erst mal die Sachen abbauen, alles. Außerdem ist da hinten der Spiegel schon kaputt gegangen. Und dann lösen sich die Tapeten ab, wenn wir die Leisten wegnehmen. Und gestrichen werden müsste jetzt auch, weil alles ist irgendwie kaputt. Super.